What's up, Leute? Willkommen zu einem kleinen Special zum Überlebenskampf von Black Ops 2. Der Versuch, wie man bereits es auch schon in der Videoüberschrift lesen kann, ein Versuch, das Easter Egg bei Transit zu machen. Und zwar das von Richtofen. Und das ganz alleine, wie man es hier gerade sehen kann. Ich habe... Es ist ein total verrückter Versuch. Ich glaube, das hat bis jetzt auch noch niemand bei YouTube gezeigt, ob man das wirklich alleine machen kann. Und es ist, glaube ich, auch nicht möglich alleine, da man ja 4 MP-Granaten braucht, beziehungsweise auch 3 Turbinen oder so. Weiß nicht, bei Max ist keine Ahnung. Ich habe mich halt um das Richtofen-Easter-Egg mal ein bisschen gekümmert und das versuchen wir jetzt mal. Dazu gehen wir mal auf eigene Spiele. Moment mal. Ja, da fehlt doch was. Dazu muss ich jetzt kurz mal das hier aktivieren. So, und da ich weiß, dass gleich die Batterie wiedersehen sagt von meinem zweiten Controller, muss ich jetzt mal kurz mal hier das Akkukabel umstecken. Kurz mal warten, bis er leuchtet. Los, fangen zu blinken. Dankeschön. So, mein Controller Nummer 1 ist ja voll aufgeladen, also brauche ich den erstmal nicht mehr. Ab geht's. Öffentliches, nein, nicht öffentlich. Eigenes Spiele. Transit. Und Schwierigkeit original, ganz wichtig, sonst auf Spielstufe vielleicht geht das nicht. Spiel starten. Ja, dann fangen wir auch mal gleich an mit dem großen Problem Nummer 1. Ich muss versuchen, den zweiten Controller, also den zweiten Spieler, mein zweites Ich irgendwie zu retten. Der darf nicht sterben. Weil ich möchte das jetzt schon gleich in Runde 1 versuchen. Ist ja möglich. Je schneller man damit anfängt, desto leichter wird es. Darum muss ich versuchen, den zweiten Controller irgendwie zu verstecken. Ich weiß nicht. Alle tot? So, jetzt muss ich kurz mal meinen zweiten Controller bewegen. Der soll... Scheiße, jetzt fängt es schon richtig an, kompliziert zu werden. Der soll... Das ist eine Scheiß... Du bist nur Fleisch! Ist da hinten einer? Oh, da kommen zwei, zum Glück. Ist das ein Akt hier? So, zwei, ich muss zwei Leute spielen jetzt hier. Cool, ich bin Richtofen. Da hinten sind jetzt noch zwei Dampfnasen, genau. Das ist gut, die brauchen erstmal ein paar Jahre, bis die da sind. Bastel ich erstmal das Turbinchen zusammen hier. Eins. Wenn ich Scheiße bauen wollte, hätte ich einen Scheiße bauen Kurs für Anfänger belegt. So, und das da hinterher. Genau, da hören wir auch schon Richtofen. Soll ich mir einen M14 kaufen oder nicht? Ich glaube, nö. Jetzt muss ich kurz mal nachdenken, wie mache ich denn das jetzt? Ich brauche EMP-Granaten für beide Spieler. Und die Thundergun. Nicht Thundergun, diesen Aeronautics Modell 23 Fummel, Dingsbums, bla bla bla. Darum, kein Teil. Er los. Jetzt wird der Zombie wahrscheinlich gleich auf den zweiten Spieler losgehen, sobald ich hier draußen bin und sich die Tür schließt. Nö, er ist immer noch unter mir. Cool. Den Tisch habe ich bereits zusammengebaut. Das muss man nicht mehr. Also, sobald man den Tisch da einmal zusammengebaut hat, steht er immer für immer da. Das ist sehr gut. Also muss ich mich eigentlich lediglich nur die Donnerkanone zusammenbauen. Donnerkanone wäre schön, gibt's ja hier leider nicht mehr. Darum, ich habe eine... Nee, M14 habe ich mir jetzt nicht geholt. Dann... Ach, scheiß drauf, brauche ich auch nicht. Los, teleportieren. Grabsch. Natürlich schlau, wenn man die Lampe nicht anmacht, ne?
Hat überhaupt nicht lang gedauert. Ja, ist großartig für uns. Zu schade, dass ich jetzt keinen M14 habe. Ich muss weiterhin nach unten gucken, nicht dass der scheiß Affe da, scheiß der Zombie auch ganz witzig kommt. Dadurch, dass ich mich ja bewege, weiß ich nicht, ob der Zombie ganz plötzlich. Dass der Zombie ganz plötzlich stirbt bei mir hier oder dass er dann da unten irgendwo kommt. Weil wenn der Zombie jetzt kommt, dann ist es sowieso scheiße, weil ich muss ja voll aufpassen hier wegen den scheiß Affen, die mich ständig angreifen. Ich versuche das, wie gesagt, jetzt schon Welle 1 zu machen. Da ist es nämlich noch schön einfach. So, kurz mal. So, dass ich da wirklich alles im Blickfeld habe. So, mal sehen. Lasche A nach Schlitz B stecken und Hammer drauf, alles klar. So wäre Dings das jetzt sagen würde, Stuhlinger. ja. Danke für den Hinweis, danke, dass da ein Zombie kommt. Muss ich dir echt danken. Wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, dann. Jetzt muss ich kurz mal gucken, ob der bei mir hier unten kommt. Also wenn ich mich jetzt zu weit weg bewege, was wahrscheinlich gleich der Fall sein wird. Muss ich gucken. Die Granate wollte ich jetzt eigentlich nicht werfen, dann aber egal. Turbine habe ich mir geholt und. Dankeschön. Ich kriege hier gleich ein Raster. Aus Raster. Was mache ich mit dem denn eigentlich? Der könnte eigentlich zur Stadt rennen quasi. Dass ich mir den mal gleich auch Dings kaufen kann. Jaganak. Obwohl, ganz ehrlich, ich glaube, ich brauche gar keinen Jaganak. Oder doch, doch. Sicher ist sicher. Ach, da bin ich auch schon in der Stadt. Was für ein Zufall. So, jetzt mal kurz gucken hier, wie. Jetzt kann ich mal eigentlich den Tresor aufmachen. Kabum. Natürlich muss der scheiß Zombie hier rumrennen. Das wäre jetzt eigentlich besser gewesen, wenn er bei mir beim Strom ist. Keine Ruhe von dem Penner. Aber der ist auch übelst lahmarschig, ne? Also könnte ich auch eigentlich jetzt erstmal bei hier oben weitermachen. Wo ist denn die Gabel da? Also wie gesagt, ich glaube, das hat natürlich noch niemand gemacht, das so alleine zu probieren. Es ist ja schön, wenn man zwei Controller hat, wisst ihr? Wo ist denn der scheiß Arm jetzt? Verarschen? Da. Wow, gut, da sehe ich auch den Zombie, wie der gerade ganz nah kommt, langsam. Noch brennt er da gerade. So, Leute, während der Strom da rumbrezelt, kann ich hier mit dem jetzt eigentlich schon gar nichts machen, weil ich keine 1000 habe, um die Tür zu öffnen. Zum Glück habe ich mit dem da oben noch Geld genug, darum müsste ich jetzt eigentlich zuerst. Ist das normal, dass da oben alles vibriert? Jetzt heißt es echt, jetzt müsste man echt mal eine Frau sein. Jetzt heißt es hier echt. Ganz ehrlich, dieser Typ ist doch so lahmarschig, dann kann ich eigentlich auch. Kann ich von Punkt A nach B rennen da unten. So, Max ist auf dich scheißig. Den Strom mache ich ganz sicherlich nicht aus. Ich werde jetzt erstmal zur Bank rinjumpen. Auch wenn das natürlich jetzt heißt, dass ich jetzt da unten mich nicht mehr bewegen kann. Du
Ja, er labert da was mit Überhitzen. Kommt gleich sofort, Alter. Gut, dass ich Dings bin, Stuhling eigentlich. Wieso ist das Bild so riesig geworden auf einmal? Was ist nun los? Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich kann mich nicht bewegen, scheiße. Aber ich kann immerhin noch drücken und mich dabei bewegen. Das geht immer noch. Ist das ein Akt, ey. Aber ganz ehrlich, so ein Einzelgänger wie ich versucht das halt immer alleine zu machen. Ich überlebe alleine und ich versuche das Easter Egg auch alleine zu machen. Also, Gott, hat niemand was zu melden, ja? Da kommt er angeschissen. Oh, da ist ja der andere Typ. Wieso macht der eigentlich nichts da hinten? Was ist das für eine Flasche? Schnell! Raus da, weg. Nehme ich mich mit dem hier erstmal richtig Kohle raus, weil das Gute ist, ist ja, vor ungefähr 3 Stunden habe ich einen Kampf gemacht beim Zombie-Modus, da habe ich die Bank erstmal voll gemacht, also da sind 250.000 drin, das heißt, ich kann mir jetzt erstmal richtig groß, gebe ich hier die Kohle rausschüffeln. Das gleiche nochmal mit Spieler 2, dass ich mir jetzt erstmal Dings hole. Jaganook. Blub. So, und ich werde mich natürlich hauptsächlich erstmal auf den ersten Spieler hier konzentrieren. Mit dem werde ich hauptsächlich alles machen. Also müsst ihr eigentlich nur auf ein Bild gucken. Das ist unten. Oben. So, jetzt nehme ich mir mit dem jetzt auch nochmal richtig Kohle raus. Was auch, seit man das bei Falcon gesehen hat, das ist ja cool, dass man hier mit dem Konto verbunden ist. So, Dalle. Jetzt fühle ich mich auch schon halbwegs ein bisschen sicherer. Ich bin das scheiß Vibe. Da drüben geht etwas Übles ab. Ich finde es auch schon irgendwie geil, zwei Spieler zu sein. Ey. Jetzt kommt die Krücke mir da unten ziemlich nah entgegen langsam. Und jetzt kommt noch Dings dazu, obwohl ich weiß nicht, soll ich mir Dings nehmen? Quick Revive oder lieber Stamina Up? Nee, ich will mir Stamina Up. Upsala. Nehmen wir nochmal das Teddy-Line hier. Wo ist denn der Zombie hin? Zombie? Wo eiert der denn rum? Ich habe ihn total aus den Augen verloren. Jetzt muss ich wieder kurz überlegen, was ist denn als nächstes am besten? Der nächste Schritt. Ich glaube, ich kenne den nächsten Schritt schon. Ich versuche erstmal auf dem Glitch zu stehen. Also, dann wollen wir erstmal ganz schnell hier oben rennen. Dann muss ich nämlich nur gerade ausgucken. Dann sehe ich nämlich, ob der Zombie da kommt. Lege ich den zur Seite. Jetzt renne ich mit dem erstmal wieder rum. Weil, die Controller nervt gerade hier. Und versuche mit dem... Ja, der Zombie will erstmal auf Reisen gehen. Der geht erstmal in den Bus rein. Da müssen wir aber hinterher rennen. Weil ich möchte mit dem ganz... an einen ganz bestimmten Platz hin. Jetzt ist es ganz kurz mal gut, wenn der Zombie jetzt da oben respawnen würde, bei meinem ersten Controller. Bei meinem ersten Ich. Ah, Mann! Ich stolpere über meine eigenen Füße! Ist der Zombie da noch drin?
Wenn ich das jetzt richtig angestellt habe und der Zombie es nicht auf mein unteres Ich abgesehen hat. Müsste jetzt eigentlich da unten jetzt kein Zombie mehr respawnen. Da müsste jetzt eigentlich nur noch alles bei mir da oben passieren. Genau, da ist auch der Zombie jetzt. So, wenn ich das jetzt richtig gemacht habe und der Glitch nicht behoben wurde, weil vor 4-5 Tagen kam ja der letzte Patch raus von Black Ops 2. Darum hoffe ich mal, dass Treyarch das bis jetzt immer noch nicht gesehen hat. Ich habe es bis jetzt auch noch bei keinem einzigen Spieler gesehen. Ist mir nämlich ganz zufällig selber passiert beim ersten Mal. Denn wenn man dort jetzt steht, wo der zweite Spieler jetzt da unten steht, bei dem Teleporter da unter der Lampe, und man geradeaus guckt, so wie da gerade unten perfekt dargestellt wird, wird da unten jetzt eigentlich kein einziger Zombie mehr respawnen, egal wie viele kommen werden. Die werden jetzt alle nur noch bei den anderen Spielern respawnen, die noch leben. Darum dürfte der da unten jetzt erstmal für immer komplett in Sicherheit sein und dass ich mich jetzt hier komplett oben konzentrieren kann. Ist ein schöner Glitch, also wenn ihr mal zur Toilette müsst oder so oder was essen wollt, dann könnt ihr euch da unten hinstellen. Dann machen das eure Teamkollegen, die irgendwo anders kämpfen, machen das dann. Solange habt ihr da unten erstmal komplette Ruhe. Ich weiß nicht, ob das von Treyarch selber richtig mit absichtlich gemacht wurde. Auf jeden Fall ist es wirklich sehr schön gemacht und ich hoffe, das bleibt auch so. Weil man muss immer mal wieder auf Toilette und wenn man mit den anderen Leuten nicht reden will und nicht kann, vielleicht hat man ja kein Headset, wer weiß. Dann ist es halt sehr von vorteilhaft, dass man einen Platz hat, wo wirklich kein einziger Zombie respawnt, weil man muss den dann nicht entfernen, weil es bringt euch da unten ja nichts zu stehen. Es kommt ja kein einziger Zombie, das heißt, ihr kriegt keine Abschüsse, ihr kriegt kein Geld, ihr kriegt gar nichts dazu. Es bringt euch eigentlich nichts, dort zu stehen. Das ist eigentlich möglich, nur wenn ihr kurz mal eine Pause braucht. Darum ist es echt perfekt da unten. Jetzt auch für mein Easter Egg hier zu machen. Kiste. Erstmal Tränke wollte ich mir auch holen, wie gesagt, weil ich will, hab echt keinen Bock zu sterben irgendwie. Aber ganz ehrlich, ich brauch das, glaube ich, oder gar nicht. Doch, ich glaube, Moment, ich glaube, ich brauch das doch. Doch, ich muss mich vorbereiten, weil ich muss ja ganz viele Zombies killen. Später noch. Bei dem dritten Schritt oder so, unter dem Strommasten. Darum, wie mache ich denn das? Es gibt so viele Schritte, ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Gehe ich, glaube ich, zuerst, suche ich die Teile oder die Kiste. Wo ist die Kiste eigentlich? Also, die ist so beim Diner, wie immer. Ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich als erstes machen soll. Kiste oder Teile suchen? Sammeln, ich weiß auch, wo sie sind. Sind wir jetzt hier auch bei Teil Nummer 1 oder keine Ahnung, wie man das jetzt zählen soll? Hol ich mir erstmal ein Messer, damit ich von diesen scheiß Affen gesichert bin. Obwohl es eigentlich voll dumm von mir war, ganz ehrlich. Da könnte ich eigentlich auch, weil ich bis Welle 14 ja dann mit dem Schlagring geschützt bin, mit Taser-Schlagring, könnte ich eigentlich einen Ring gebrauchen, besser. So, wo ist er denn? Da ist er nicht. Da ist er. Könnte ich jetzt mal gleich zusammenbauen. Ja, da habe ich, glaube ich, gerade 3000 umsonst ausgegeben. Mein Bild wird immer so groß, komischerweise. Ich begreife es nicht. Da müsste ich kurz mal auf die Fernbedienung drücken und was umändern. Was? Hole ich mir nochmal Geld raus, weil ich jetzt 3000 umsonst gesetzt habe. Das kostet mich natürlich jetzt richtig Kohle hier, das Zeug. Ich hoffe, das klappt aus, sonst habe ich echt umsonst heul ich echt. So. Jetzt habe ich hier ungefähr 40.000, 50.000 rausgegeben. Rausgehauen. Ein Fünftel von dem Maximallimit, was man eigentlich tragen kann. Und ich habe einen Teil und laufe damit planlos durch die Gegend rum. So, Teil Nummer 1 verlegt. Dann... Scheiße bauen. Habe ich einen Zombie gerade gehört? Ich frage mich eigentlich, wann ich scheiß blauen Augen kriege. Es wäre jetzt der dritte Tag hintereinander, den ich online bin und 2-3 Stunden gezockt habe. Ich kriege die scheiß blauen Augen einfach nicht. Jetzt bin ich zwischen Stadt und... Nee, zwischen der Farm und dem Kraftwerk bin ich jetzt. Das bringt mir eigentlich auch was. Ich habe Besseres zu tun, als von Blitz getroffen zu werden.
Mein Fernsehbild ändert sich ständig von 4 zu 3 auf 16 zu 9. Ich check's nicht. Macht halt voll wahnsinnig. Da wir den Strom machst, da seht ihr übrigens auch, der leuchtet nicht. Das heißt, ich habe es noch nicht gemacht. Also, es wird man gleich wunderschön. Ich hoffentlich wird man das schön sehen, dass ich dann noch eine Trophäe kriege. Die silberne. Jetzt heißt es erstmal ab zu Kino der Toten und die scheiß... diesen, was auch mal das ist. Zum Festhalten, den Griff einzustecken. Und es ist einfach herrlich, wie der Zombie jedes Mal zu mir hier respawnt und mich da unten toll komplett in Ruhe lässt. Zack! Ja, Hauptsache in die Fresse laufen. Wups. Hier bin ich eigentlich. Mal gucken. Boah, Traunina Maschine. Eine Leiter. Nö. Aber die Speed-Cola kann ich mir gleich reinhauen. Blöpp. Also Vorbereitung, wie gesagt, die Vorbereitung bringt den Sieg. Da ist er ja wieder, Schnucki-Lein hier. Ganz brav, er kommt immer zu mir. So, jetzt bin ich in der Nähe der Stadt, da kann ich jetzt auch... Moment mal, nee, ist doch Kiste, Mensch, wenn ich schon mal hier bin. Kann ich dann mal gleich nach den MP-Granaten abschnüffeln. Das könnte jetzt etwas dauern. Gut, da haben wir schon mal die schlechteste Waffe im ganzen Spiel überhaupt. Ist ein gutes Omen, hoffentlich. Ja, wunderbar, viel besser. Ja, die ist ja noch viel besser als die andere. Habe ich jetzt schon mal den drei größten Müll überhaupt in der Kiste gefunden? Nö. Ich habe mir einen Schlagring irgendwann. Ja, hat sich ja gelohnt. Auf Wiedersehen! Das kleine Bild ist natürlich jetzt ein bisschen langweilig und scheiße. Ich laufe erstmal gegen den Zombie. Der kommt da nämlich gerade hoch. Das ist übrigens auch dieser Glitch, den ich euch einmal zeigen wollte, aber da hat sich das Spiel dann einmal verabschiedet, als ich das in dem Moment zeigen wollte. Ta-da-da-da-da. Ta-da-da. Nummer 2. Ey, komm, das ist nicht deren Ernst hier. Ja, jetzt habe ich keine Netzwerkverbindung gefunden, oder was? Ja, schön. Nochmal machen. Macht ja auch allzu viel Spaß. Ja, ich habe ja Zeit. Ich habe ja einen ganzen scheiß Tag Zeit. Ich habe die ganze Woche Zeit, um die Scheiße zu machen. Kein Problem. Also, wunderschön. Nochmal machen. Originalspiel starten. Los geht's. So Leute, danke fürs Einschalten soweit. Ich werde den Schritt jetzt cutten, weil ich denke mal, das will sich bestimmt keiner nochmal alles anschauen. Darum, ich werde wieder einschalten, sobald ich wieder die zwei Teile dran gebaut habe. Vielleicht werde ich auch erst einschalten, wenn ich alle vier Teile schon zusammengebaut habe. Und ja, ganz ehrlich, dann machen wir das so. Ich werde das jetzt so machen. Ich werde die Scheiße cutten und erst wieder einschalten, wenn... ich alle Teile dran gebaut habe und auch beide Spieler die MP-Granaten gefunden haben. Ich kann euch dann hinterher sagen, wie lange es vielleicht gedauert hat, aber gut, dass ich jetzt mit denselben zwei Helden spiele. Ja, wunderschön auf jeden Fall. Also, bis gleich.
Ist für euch ja nur eine Sache von einer Sekunde. Für mich nicht. Bis gleich. What's up, Leute? Da bin ich wieder. Ich war am Verzweifeln kurz davor, weil es bereits das fünfte Mal, dass ich es jetzt probiere. Das erste Mal hat er nicht ganz hingehauen. Wegen dem Fehler. Das zweite Mal habe ich dann 100.000, habe ich dann irgendwie, was weiß ich, nee, 50.000 oder 60.000 im Sand gesetzt, weil ich bereits war, aber ich dann gestorben bin durch einen ganz tollen Fehler. Durch eine ganz peinliche Aktion. Das dritte Mal war ich dann bei Welle 4 und hatte keinen Bock, weil dann die Zombies immer Selbstmord machen, wenn ich mich zu weit von denen entferne, dass dann nächstes Mal eine neue Runde beginnt. Da habe ich auch abgebrochen. Jetzt auf jeden Fall scheint alles geklappt zu haben. Beide haben EMP-Granaten. Unten rechts sieht man es, da leuchten die EMP-Granaten. Hier oben, jetzt guckt man nach oben, da habe ich die EMP-Granaten auch. Und natürlich auch den Trusted-Dingsbums. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ich habe hier Stuhlinger nicht. Darum weiß ich jetzt gerade nicht, ob das ohne Stuhlinger auch funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es jetzt einfach mal probieren. Ja. Und ich war ganz ehrlich, nein, wirklich ein Klang. Da, ich habe mir den Taser-Schlagring noch geholt, plus das ballistische Messer, dann auch die Galle am Start, damit müsste ich es eigentlich noch hinhauen. Ich bin echt froh, wenn die ganze Scheiße jetzt endlich funktionieren würde. Dass sich der ganze Aufwand gewohnt hat. Gelohnt hat. Boom. Da will ich, hier will ich eigentlich auch nicht hin. Oh ja, tolle Idee. Dringen wir tiefer in die YouTube hängt jetzt nicht, das ist jetzt mein Video. Alles klar. Alles klar. Es sind jetzt auch nur 150.000, die ich verloren habe. Ist ja nicht schlimm. Das ist jetzt auch nicht nur das fünfte Mal, dass ich jetzt angefangen habe. Und die restlichen Male hat es wunderbar funktioniert. Und jetzt, wo ich wieder aufnehmen will, klappt es natürlich, kommt wieder sowas. Das erinnert mich manchmal wieder daran, dass ich das Spiel verkaufen will am liebsten. Oder ganz ehrlich, es waren jetzt 2-3 Stunden Spiele am Tag, die ich jetzt umsonst an der Scheiße da abgelaufen ist. Das war's. Das war der misslungene Teil Nummer 1. Bis demnächst und tschüss. What's up, Leute? Wir bin ich wieder am Start. Ein weiteres, das sechste Mal versuchen, das scheiß Easter Egg jetzt eigentlich mal zu schaffen. Ja, der sechste Versuch. Zum Glück alles nochmal gut gegangen. Jetzt bin ich hier, direkt unter diesem scheiß Strommasten und hoffe, dass jetzt eigentlich mal alles funktioniert. Du Trottel, versuch es nochmal. Der Obelisk muss so heiß werden, wie es geht. Dann messere ich da oben nochmal. Damit der PC weiß, aha, er macht noch was. So. Er sagt überhitzen. Alles klar, jetzt brauche ich das Element 115, so wie Richtofen gesagt hat. Und das mache ich, indem ich die Zombies töte, hier unter dem Leuchtturm. Strommasten. Also, ja, ich habe keine Ahnung, ob das mit Stuhlinger so funktioniert, ob es mit anderen funktioniert. Darum war ich jetzt, habe ich so lange probiert, bis ich eigentlich mal Stuhlinger bin. Und darum, ja, der untere war zuerst Stuhlinger. Aliens in ihren fliegenden Scheiben machen. Ich habe davon gelesen. Und hoffen mal, dass jetzt endlich alles funktioniert. Welle 2, ich denke mal, ne? Ich bin gerade echt aufgeregt, weil ich hoffe endlich mal, dass die ganze Scheiße funktioniert. Der schwerste Teil kommt ja eigentlich noch. Der schwerste Teil ist ja dann die EMP-Granaten richtig zu werfen. So, dass die Lampen dann aus sind zum Schluss. So, mal sehen. Hoffentlich braucht das Ding ja nicht allzu viel Ladung. Schade, dass man das hier nicht irgendwo sehen kann. Auf jeden Fall, das, was wir ja erkennen, ist, es dauert ziemlich lange, bis die Zombies eigentlich mal hier sind. Nö. Ah, da kommt irgendeiner. So, ich habe hier eine Hammer und Executioner. Also,
gute Waffen. Damit dürfte ich es ja, glaube ich, ohne Probleme schaffen bis Welle 10 hier. Falls ich so viele Zombies überhaupt brauche, ich hoffe, dass sich Richtofen dann meldet. Darum habe ich die Stimme auf volle Pulle gestellt. Ja. Das Gute ist, er kommt ja von zwei Seiten. Hoffentlich muss ich das nicht mit der Strahlkanone machen oder so eine Scheiße. Diese Arschsonnen-Aliens kriegen mich nicht! Ja, auf jeden Fall können wir jetzt hier erstmal Ruhe die Eier schaukeln und warten, bis eigentlich die letzten Zombies hier sind. Weg. Doppelte Punkte. Kommt ruhig her, ihr Schweine! Ich höre das Gewitter nonstop, aber ich sehe es nirgendwo. Wo ist denn das Gewitter? Ich weiß nicht so. Ach, hier! Irgendwo. Aber ganz schwach irgendwie, oder? Hä? Nee, steig nicht durch, keine Ahnung. Avogadro brauche ich doch sowieso nicht, oder? Nö. Ich muss doch jetzt hier einfach nur den Obelisken aufladen. Mit den Leichen hier oder was auch immer. Und dann müsste ich doch... Dann müsste ich, nur noch die Lampen deaktivieren, ne? Mit wem rede ich hier eigentlich? Das antwortet eh keiner. Ich werde ja dann hören, was Richtofen sagt. Was Papi Richtofen sagt. Lade dich auf, Mensch. Aufladen. Heute noch. Natürlich habe ich die falsche Navigationskarte, so wie alle falsch sind. Das habe ich jetzt nicht gehört. Was hat er gesagt? Noch ein bisschen hat er gesagt. Und dann kabum. Ups, das war etwas zu laut. Ich kill jetzt hier einfach bis Welle 6 oder so Zombies. Na gut, dass Avogadro jetzt hier nicht kommt. Auf den hätte ich überhaupt keinen Bock. Der ist da hinten irgendwo. Jetzt ist er über mir, der Sturm. Darum hat der Rossman jetzt gerade etwas gesagt, ne? Ich glaube, der Sturm wird immer stärker, je weiter ich komme mit jeder Welle. Jetzt sehe ich auf einmal viel mehr Blitze. Aber immer noch relativ schwach. Oder das liegt jetzt einfach daran, dass ich hier Splitscreen spiele, dass da die Grafiken etwas herabgestuft worden sind, weil sonst die PlayStation 3 nicht mitkommt. Besser noch die Konsole. Das ist bei der Xbox, denke ich mal, auch so. Schnauze. Könnte jetzt vielleicht ein bisschen ein kleines Echo geben. Weil ich habe meinen Fernseher ziemlich laut jetzt gerade. Weil ich hören muss, was Richtofen sagt. Jetzt muss ich nochmal kurz da oben messern. Weil ich weiß nicht, vielleicht bringt es ja irgendwas. Vielleicht das Track so nicht, weil... Weiß nicht, das Spiel irgendwie so gemacht hat, dass das Spiel abbricht, sobald man... Sobald das Spiel merkt irgendwie, dass immer nur ein Controller arbeitet und der zweite überhaupt nicht, dass er dann irgendwie abbricht oder so. Mit angeblich Fehler. Was eigentlich dann was ganz anderes ist oder so.
Insta-Kill! Insta-Kill! Treffer und versenkt. Die habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock zu nehmen, ne? Schreiner! Schreiner! Lauter geht's echt nicht mehr. Dieses scheiß Gewitter ist auch so laut. Was ist das? Welle 4? Sieht so aus. Na toll, jetzt ist Avogadro über mir. Jetzt habe ich keinen Bock, die Welle zu wenden. Du bist nur Fleisch! Hoffentlich geht das dann auch, ey. Jetzt reden nachts mit dir, weil ich schlafen will. Ist der Sturm weg? Sieht so aus. Das ist der letzte. Das regt den Appetit an. Hallo. Hallo. Es kann jetzt wirklich mal weitergehen irgendwie. Oder ist es schon fertig? Ich habe Richterhofen nicht ganz gehört. Ich war der Meinung, er hat gesagt, nur noch ein paar oder sowas. Wäre natürlich lustig, wenn er jetzt irgendwie gesagt hat, es reicht oder so. Ansonsten, hier gibt es keine Laterne in der Nähe, ne? Ich glaube, da ungefähr ist eine. Darum fährt der Bus immer noch planlos durch die Gegend. Ich muss die Controller da oben manchmal so ein bisschen bewegen. Nicht, dass ein ganz bisschen Zombie kommt oder so. Ich meine, darum habe ich mir einen Grabsteintrank da oben genommen. Damit, wenn er dann stirbt, dass ich die EP-Granaten noch hab. Ja, die Bombe ist ja das Dümmste überhaupt. Das sind ja 74 Zombies jetzt schon. Ich hätte mich vielleicht mal erkundigen sollen, wie viele man da töten muss. Hallo? Vielleicht 100? Exakt 100? Oder 115 vielleicht? Die magische Element 115-Zahl? Los, rein hier. So schön warm. Tja, Weil wenn jetzt Munition kommt, würde ich mal ganz schnell eine Lampe ausmachen wollen, aus Test, was Richterhofen dann sagt. Ob er dann sagt, nö, der Schritt ist noch viel zu früh, oder... Jetzt kommt wieder der Letzte, ist der... Nö, der ist nicht da. Komm an! Mann! Bleibst hier. Insta-Kill! Alter! Hey! Nehmt das, ihr Drecksäcke! Lauter geht's nicht mehr. Ich kann ja mal messern. Ja, ganz ehrlich, jetzt die Runde noch und dann müsste es doch langsam mal gewesen sein. Dann habe ich auch 100 Zombies erstmal erreicht. Das habe ich mir verdient. Auf den Boden, leicht Knutscher! Upsala!
Sonst töte ich dich! Nochmal! Ja. Mein Controller ist voll aufgeladen, gerade der zweite. So lange hänge ich ja schon dran. Weil die Granaten bei dem zweiten kamen, etwas zu spät. Hat ziemlich lange gedauert, die zu finden. Da habe ich die EMP-Granaten noch gefunden und hat man nicht gesehen. Muss ich das hier mit einer Stahlkanone machen oder was? Ach, jetzt habe ich 97, das waren 87 gewesen, glaube ich. Tatsache. So klein ist die Schrift und so schlecht sind meine Augen. 99 Luftballons fliegen über ein Zombiefeld. 100! Okay, eigentlich 99, glaube ich. Nee, doch. 101 Zombie liegen jetzt hier unten rum. Den ersten habe ich ja hier unten gekillt. Na, danke auch. Gesehen? 104 Zombies, die jetzt hier tot liegen. Und es reicht angeblich immer noch nicht, oder was? Ziemlich verarschen. Du hast mit diesem Wetter nichts zu tun. Jetzt ist der Sturm über Rossman, also sprich den da oben. Ist doch relativ weit hier, oder? Jetzt lebt nur noch einer. Hey, ich check's nicht. Hundertsieben verfickte Zombies, die hier unten liegen. Oder müssen es tatsächlich 115 sein? Das wäre lustig. Wie das immer die falsche Navigationskarte ist. Jetzt muss ich mal ein bisschen mit Dings spielen, mit Messer. Ich glaube, eine Energiefalle wäre eigentlich auch nicht schlecht hier. Wenn man hier eine... So an zwei Stellen vielleicht, an zwei Seiten da. Wenn man da hier eine, die Energiefalle hinstellt und dahinter dann die Turbine. Alle Zombies, die da rüberlaufen, sind alle tot. Und das ohne jegliche Munitionsverschwendung oder Mühe oder sonst was. Die sterben ja alle instant. Und ich glaube, der Eingang hier ist auch ein bisschen zu klein, dass die Zombies da irgendwie rum könnten, um die Turbine zu zerstören. 119. Das kann doch nicht sein. Maximale Munition! Das höre ich immer gerne, auch wenn es ein bisschen zu laut war. Mensch! Ja, okay, am Ende dieser Runde hier gucke ich mal nach. Dann werfe ich deine Granaten, dann probiere ich das mit den Granaten aus. Wäre schön, wenn es gleich beim ersten Mal klappt, aber. Oh, das Licht kenne ich! Fühler, komm! Natürlich ein bisschen dumm von mir gerade. Moment mal. Wie mache ich das mit der EMP-Granate dann? Doch, das geht. Da muss ich mich direkt von der Lampe stellen. Beide Spieler. Also der da oben und hier unten. Beide mit beiden Controllern. Auf den Boden dabei gucken und eine EMP-Granate werfen. Dann schnell reinspringen.
und dann nochmal eine EMP-Granate werfen. Weil wir müssen dann zur selben Zeit auf dem Boden nochmal schnell glotzen. Und das wird der schwerste Schritt, glaube ich, werden. Jetzt kommt doch wieder der Letzte. Wie gesagt, der Letzte. Da ist er. Eins, zwei, drei, vier, jetzt! Jetzt muss ich das schon machen! Ah, scheiße! Ja, alles klar, gut, dann hatte ich mein Ziel schon längst erreicht. Ja, Richtofen, Moment, gleich geht's weiter. Ey, dann hatte ich doch das einmal bei Rehe, als ich mit Kusanagi das gemacht habe. Dann hätten wir noch zu viert diese scheiß Dinger da aktivieren müssen, die Granaten. Dann hätten wir das. Dann hatten wir den Schritt schon längst gemacht. Ich brauche mal kurz eine Auszeit hier. Du hast eine harte Lektion gelernt. Kein Stress mit Rassmann. Wo ist der Penner? Da ist er. Jetzt muss ich ganz kurz mal... Ich muss gerade planen, Leute. Moment, also es hat kurz ein... Ich brauche mal kurz ein paar Sekunden. Weil ich will, dass es sofort beim ersten Mal hinhaut. Ich habe keinen Bock, da nochmal auf Max Muni zu warten. Vor allem, da der da oben dann sterben wird wahrscheinlich. Ich muss mal kurz was austesten. Wenn ich da reinspringe und auf den Boden gucke, gucke ich dann weiterhin auf den Boden, auch wenn ich noch rauskomme? Ja. Gut, das ist sehr gut, das zu wissen. Das macht die ganze Sache doch noch einfacher. Da muss ich da oben nämlich nicht auf den... Da muss ich da oben eigentlich nur noch auf L drücken. Dann, Zombie, komm mal her. Dann werde ich den da oben jetzt erstmal bereitstellen. Alter, wenn das funktioniert, ey. Los! Komm schon! Wo ist der letzte Zombie? Wo ist er? Da ist er. Ja, der Scheißbus kommt natürlich jetzt auch voll scheiße hier. Oh, Moment mal, doch, du kommst, glaube ich, ganz... Nee, du kommst scheiße. Ich muss den ganzen Zombie kurz mal wieder weg entfernen, dass ich da oben kurz mal steuern kann. Das müsste so hinhauen. Jetzt müsste ich nämlich nur noch auf X drücken bei meinem zweiten Controller und dann noch auf den L-Knopf. Das müsste ja hinhauen. Und das müsste ich dann zur gleichen Zeit mit dem da unten natürlich auch machen. Alter. Ich muss meinen Controller kurz gerade mal richtig hinlegen gleich, dass ich die sofort auch gut steuern kann.
So dürfte er ganz gut liegen, glaube ich. Dann Showtime, Leute. Die Lampen leuchten noch, die flackern so. So, jetzt muss der Zombie wahrscheinlich jetzt erstmal rüberklettern, darum habe ich gerade ein bisschen Ruhe. Die Lampe ist ja aus. Will er mich verarschen? Habe ich einen Schritt vergessen? Ja, kurze Unterbrechung, Leute. Ich muss mal kurz googeln. Bis gleich. So, Leute, damit bin ich wieder da und ich bin jetzt immer noch ratloser als vorher, weil ich denke mal, ich alles richtig gemacht habe. Das Einzige, was mir gerade so einfällt, dass es vielleicht nicht genug Zombies waren, die da einfach gestorben sind. Weiß ich nicht. In Welle 4 hat es Richterhofen gesagt, ich habe gerade mein Video nochmal angeguckt. Das, was ich da aufgenommen habe, dass er irgendwie gesagt hat, oh, das sind aber eine Menge Zombies. Nun lockt sie endlich unter den Turm und dann kabumm. Habe ich gehört. Ja. Ah, scheiße, ich muss kurz meinen PC leise machen. Mann, Alter. So. Fertig. Voll gewundert gerade, was da komisch, was er geschrien hat gerade. Nein, nicht Option. Jetzt muss ich erstmal wieder den Zombie irgendwie zu mir nach. Was sagt er? Ja, hat mir auch nicht sehr weitergeholfen. Ich gehe jetzt wieder gleich unter einen Strommast, um noch mehr Zombies zu killen, weil ich brauche jetzt sowieso wieder Maximuni, bis ich die MP-Granaten habe. Taktisch Granaten leer. Und hoffe, dass ich da nicht down gehe. Dann muss ich jetzt den Zombie erstmal loswerden, sodass er nach unten kommt. Ihr müsst irgendeinen Schritt übersehen haben, sagt er. Knappe Sache. Du gehst mir auf den Sack, ey. Ach wieso? Jetzt, diese scheiß Dinger leuchten doch so bescheuert. Na. Wie oft labert der das jetzt eigentlich gerade? Nee. Ja, ihr seid unbrauchbar. Ja, hier ist einer. Kannst ihn da schicken. Ja, gut. Ja. Ab zum Dings, würde ich da mal wieder sagen.
Vielleicht muss man auch bestimmte Lampen... Nee, kann auch nicht sein. Oder muss ich die Lampen benutzen? Willst du mich verscheißern? Was macht der Zombie da oben? Stand ich falsch gerade? Alter, du kriegst mich so auf da oben. Wo ist er jetzt? Bei wem? Bei mir. Ey, willst du mich jetzt verscheißern oder was? Ich muss kurz mal hier kämpfen, mit dem scheiß Zombie kämpfen hier. Und frag mich nur, warum ich gerade da, wie der Zombie da oben herumkommt. So, dann noch mal der Spaß. Vielleicht muss ich mich da an den Busch orientieren. Vielleicht kann ich auch nur die Lampen benutzen, die da, die hier da so da hinten laufen, die irgendwie verbunden sind mit diesen Strommasten oder was. Das hat mir bis jetzt noch kein einziger in einem Video gesagt. Was mache ich hier? Verlasst mich nicht! Hier will ich auch nicht hin. Hier drin riecht's komisch. Hey, was ist das für ein Krach? Oh, das ist ja mein lautes Gebrüll. Sorry. Was lauf ich zur Stadt? Was will ich in der Stadt? Scheint der Zombie auf jeden Fall wieder zu mir zu kommen. Zu denen da unten, da wo er auch hin soll. Hat nicht geklappt. Wo ist denn hier der scheiß Eingang in den Gewächshaus? Junge, hau ab. Ich dachte, es war ein Zombie gewesen. Pisst euch, Mensch! Oh, Alter! Verpiss dich! Wichser! Gut, das ist der ganze Spaß nochmal. Warten, bis jetzt die Munition kommt. Obwohl ich da jetzt schon 138 Zombies hier unten gekillt habe, will er mich verarschen? Ist ja wieder wunderbar, wie alles funktioniert. Du bist nur Fleisch! Man sieht es ja auch nicht, ob hier der aufgeladen wird oder nicht. Der blinkt nur blöd da oben rum, das war's aber auch. Die Lampen blitzen doch auch so komisch. Das muss doch funktionieren jetzt. Die funkeln doch da, die flackern doch so dumm da rum. Und ich habe genau alles so gemacht, wie es auch im Video gewesen ist. Von jemandem, der es so gezeigt hat. Zuerst einmal EMP-Granaten finden.
dann die scheiß Kanone zusammenbauen. Obelisk überhitzen. Zombies sammeln. Abknallen. Lampen flackern. Und dann EMP runter. Oder was? Willst du einen Bumm haben? Hier hast du einen Bumm. Bumm genug? Jetzt gibt mir irgendeiner mal freundlicherweise Munition. Du willst nur Fleisch! Langsam muss ich auch einen Red Train hier machen, bald kann ich hier nicht mehr so blöd rumstehen. Muss ich hier dumm im Kreis rumlaufen. Dumm ist dann, wenn es da... Ne, die brennt noch nicht. Hau ich jetzt hier 2000 Zombies unter dem Turm nieder, vielleicht klappt es ja dann. Ganz ehrlich, so ver... So verbuggt wie das Spiel ist, glaub, bin ich mir nicht mal sicher, ob man die Zombies wirklich, dass es wirklich egal ist, unter welche Lampe man die EMP-Granaten wirft. Dass die wirklich verbunden sein müssen mit dem Strommasten. Ja, jetzt erstmal warten, bis Munition kommt. Das könnte ja eventuell ein bisschen dauern. Ja, das war Welle 9. Ebenfalls eine Fail-Runde, die nicht funktioniert hat. Die Teile sind alle weg, ne? Ja, die Teile liegen jetzt alle wieder an ihren Bestimmungsort. Herrlich. Muss ich einen Packer Punch zusammenbauen und die Waffe dann überladen hier mit Element 115 oder dass die Zombies dann gezählt werden? Nein. Das hätte man im Video erwähnt. Ich meine, Richtofen hat ja schon gesagt, in dem Moment, als ich die EMP-Granaten geworfen habe und die Lampe ausgegangen ist, hat er schon gesagt, dass irgendwas falsch ist. Ein Schritt zu früh. Arschloch. Du bist nur Fleisch! Oh, wieder kein Volltreffer, verdammt! Du brauchst keine Volltreffer. Tod. Tod. 191. Kein Ding. Ja, nur Signal. Das kann ich eh wieder ausmachen. Bis gleich. So, da sind wir wieder nach einem kleinen schönen Neustart. Ich sammle jetzt die ganzen Penner hier. Vielleicht ist das ja besser. Ich glaube nicht. Red, sonst töte ich dich. Nochmal. Maximale Munition. Sehr schön. Das finde ich auch. Gut. Dann probieren wir das gleich jetzt nochmal. So, dass ich jetzt andere Lampen benutze. Vielleicht war es ja auch ein Bug oder ein Fehler, dass ich im Bruchteil von Sekunden zur selben Zeit eine EP-Granate geworfen habe. Dass das vielleicht nur als 1 gezählt hat oder so. Dass ich vielleicht mal so einen kleinen... Ne?
dass da so ein paar Bruchteilen von Sekunden Zwischenzeit ist zwischen der Granate, wo ich sie werfe, sodass ich vielleicht mal bei Control 1 drücke, dann beim zweiten Controller sofort da ein paar bisschen danach und jetzt ist eh wieder nur der letzte da. Und ich probiere den ganzen Spaß jetzt nochmal. Ja. Dann gehe ich jetzt hier nochmal raus. Ja. Dann muss ich mich da unten jetzt erstmal gleich richtig hinstellen. Nimm ich mal die Lampe! Lass mich kurz Luft holen! Dann jag ich dich! Scheiße. Ich muss da oben auch erstmal einen Teleporter machen. Gut für dich. Hey, ich brauche irgendwie eine ganz gerade Fläche irgendwie, damit ich nach vorne und nach hinten laufen kann. Das geht hier irgendwie nicht. Ich kann überhaupt nichts sehen. So, dass ich nämlich mal ganz kurz meinen zweiten Controller hier nehmen kann. Und aufpassen, dass ich nicht da auf den L-Knopf komme. Moment mal, der Zombie kann mir gerade mit seiner Dummheit richtig behilflich sein, indem er hier kurz mal übers. Na, jetzt macht das natürlich nicht, ne? Indem er kurz mal übers Auto klettert, dann verschafft er mir nämlich ein bisschen Zeit. Du sollst durch das Auto klettern, Junge. Na, ist auch nicht wirklich allzu lange. Damit ich ganz kurz mal den hier machen kann. Gut. Dann, welche Lampe ist die glückliche? Nehme ich, die da hinten. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's richtig lustig. Ja, jetzt wird's lustig. Jetzt renne ich da gleich in den Baum. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich bin.
gesehen haben. Schade, das war er noch nicht. Aber das war. Ey, sag mal! Kotz mich an, Scheiße hier! Bei wem ist er jetzt? Bei wem ist der Knecht jetzt? So Leute, das müsst ihr eigentlich nicht mehr sehen, wie ich jetzt das Geld da reinwerfe, weil ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Was soll man denn da anders machen, wenn man es genau so verfolgen will, wie es im Video gemacht wurde? Geht das nach Zeit? Vielleicht, dass der Obelisk nicht für immer überhitzt ist. Weil noch dieser ganze scheiß Aufwand, der jetzt alles umsonst ist. Ja. Bis denn. Das war der Versuch. So Leute, willkommen, what's up, zu Versuch Nummer 7, das Easter Egg alleine zu machen. Und man denkt, es ist nicht schwer, aber bei den ganzen scheiß Fehlern, zweimal peinliche Fehler, dann einmal zwei, ja, Versuche, die irgendwie nicht funktioniert haben. Ich probiere es jetzt nochmal, aber diesmal ein bisschen anders. Ding, genau. Und zwar habe ich mir das Video nochmal angeschaut. Es ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, ich muss einmal die Worte finden, ich bin gerade aufgestanden. Und die Sister lässt mir keine Ruhe darum, kann ich erstmal quatschen, solange der andere Fuzzi erstmal braucht, bis er jetzt mal hier ist. Ach, da ist er ja.
Ich habe mir das Video von irgendeinem Typen angeschaut, der gesagt hat, es ist scheißegal, mit welchen Waffen man die killt. Es hat doch mit normalen Waffen geklappt. Ja, nur ist es schön, wenn er dann die Strahlkanone auch als normale Waffe bezeichnet. Denn die Strahlkanone ist eine explosive Waffe. Die zählt nicht als normale Schusswaffe, sondern ist eine Explosionswaffe. Und das ist es nämlich, was man machen muss. Man muss die Zombies nämlich explosionsartig töten hier unter dem Strommasten mit irgendeiner Explosivwaffe. Sprich Mustang, Sally, RPG, irgendwas. Und das tun wir jetzt. Denn nach ungefähr nur 30, 40 Zombies dürfte es bereits vollendet sein. Die Natur hat mit diesem Wetter nichts zu tun. Da stimmt das. So, oben bin ich jetzt mit Stuhlinger unterwegs, also los geht's zu Versuch Nummer 7. Es ist einfach herrlich. Und man gibt da auch so viel Kohle aus. Vor allem, da es wieder auch ein großes Kino war, diese scheiß EMP-Granaten zu finden. Jetzt jedenfalls nochmal. Ich zappe jetzt hier nicht so rum, weil sonst kam immer dieser Netzwerkfehler. Ja, wenn der jetzt kommt, ne, dann drehe ich richtig am Rad. Hier, diese Zombies müssen so richtig aufs Maul fliegen oder richtig zersplittet werden, damit es gezählt wird. Dass der Kopf wegfliegt, das hat man nicht gesehen. ...14 Abschüsse? Echt? Echt? Ich meine, Richthofen hat ja letztes Mal auch noch gesagt, oh, da sind aber eine Menge Zombies unter dem Strommast. Jetzt mach BUM, oder irgendwie so hat er gesagt. Ja. Aber da ich das halt im Video so aufgefasst habe, dass man das mit normalen Waffen auch machen kann, und wo sogar Leute im Kommentar geschrieben haben, dass man das eigentlich mit Explosionswaffen machen sollte, hat er geschrieben, na, inzwischen ist es wohl anscheinend wohl gepatcht worden oder so, oder geupdatet worden oder so. Ja, ein Scheißtrick ist es. Es ist immer noch mit Explosionswaffen nur zu machen, wahrscheinlich. Ich hoffe es mal. Ansonsten kann man das mit dem Splitscreen wirklich nicht machen, oder so, dass die EP-Granate von dem zweiten nicht gezählt wird, irgendwie, oder was. Mal sehen, ob Richthofen gleich was anderes sagt als letztes Mal. Er sagte irgendwie, man muss den Faktor 4 verringern, oder was auch immer. Das hat er bei mir nicht gesagt, da ist wohl der Wurm drin. Das ist wohl das Ding, das Problem. Ja, ich habe immer die falsche, komischerweise. Ich habe keine Ahnung, was die Scheiße soll. Ich habe noch die richtige gehabt. Ein Sturm zieht auf. Und mit ihm die Hölle. Mit ihm die Hölle. Ja, Rossman, der alte Sack, ist da unten. Scheiß mal auf den erstmal. Ich kann die Zombies natürlich nochmal so sammeln, sodass Richthofen nochmal sagt, ja, das ist aber eine Menge Zombies, bla bla bla. Dann funktioniert das mit der Energieverlierer natürlich auch nicht, ne, was ich gesagt hatte. Aber bei Max's Easter Egg, da könnte es gut funktionieren. Da man da ja die Turbine beschützen muss. Da die zwei Turbinen sowieso hier drin sind, kann man die Energiefallen damit auch gleichzeitig betreiben. Schreiner! Viel länger hätte ich es nicht geschafft! Das sind aber viele liebende Tote. Jetzt lock sie in den Obelisken und dann kaboom! Und dann kaboom! Achso, weil jetzt hier so viele Zombies gerade in der Nähe sind, oder was? Daum hat das jetzt gesagt, oder wie? Ja, Muni ist immer schön, ne? Allerdings. Ja. Soll ich jetzt hier eine riesen Armee machen? Oder was?
Ey, nicht, dass ich jetzt hier die Mustang mit Sally brauche oder sowas. Das mit der Strandkanone auch nicht funktioniert, ey. Dann drehe ich aber Rad, ey. Das machen wir doch gerne, richtig. Bin gar nicht so weit. Ein bisschen Saft gebe ich dem Mobilisten noch. Hoffentlich stört das jetzt nicht. Aber ich will jetzt nur eine dieser scheiß Zombie-Flaschen dabei haben. Na super, und Avogadro kommt natürlich perfekt jetzt. Der Penner muss natürlich jetzt super perfekt hier kommen. Nee. Da hau ich die Zombies woanders aufs Maul. Jetzt renne ich natürlich erstmal schön im Kreis. Ja, so sind die Kornfelder entstanden. Wo geht's denn hier raus, Mensch? Muss doch irgendwo gleich der Ausgang kommen. Also. Ja, reduziert die. Ja, hat er jetzt gesagt. 1, 2, 3, 4. Reduziert die Energie jetzt. Welle 4, das ist gut. Dann schreit der letzte Zombie ja, wenn er der letzte ist. Hoffentlich geht das jetzt nicht nach Zeit oder was. Aber ihr habt Richtung Richterofen gehört. 1, 2, 3, 4, verringert den Faktor, bla bla bla. Jetzt. Das heißt, das ist der nächste Schritt, der getan werden muss. Das ist nur logisch. Wenn das jetzt hier nicht funktioniert, dann weiß das nicht warum. Auf einmal. Scheiß Mongos hier. Wie heißt das noch gleich, wenn die Luft voller Wasser ist? Ach, diese scheiß DSR habe ich hier. Fleisch! Ja, da warten wir mal ganz kurz. So ein Sturm bedeutet nie was gut. Bis der letzte Zombie anfängt zu schreien und dann beginnt das ganze Spektakel nochmal. Ich habe natürlich jetzt hier keinen Teleporter, ne? Ist das ein langsamer? Du bist langsam, das ist gut. Da habe ich jetzt zwei langsame. Na los! Das Gute, dass die zwei so langsam sind, da kann ich gleich nochmal den Teleporter da unten machen. Ich dachte gerade, Avogadro kommt. Dieses Blitzen hat mich voll irritiert gerade. Der dürfte ja eigentlich weg sein, glaube ich. Der verpisst sich nämlich automatisch irgendwann, wenn man zu weit weg ist. Habe ich mal gesehen, zufällig. So, da scheinen jetzt zwei Herrschaften zu sein. Gut, dass die so langsam sind. Kann ich da unten jetzt gleich nochmal einen Teleporter erzeugen, sodass ich hier oben dann auch kurz mal einen machen kann. Und dann geht's auch sofort los. Gut. So, dann dauert er bis die Herzherrschaften hier sind. Kann ich jetzt mal kurz da unten steuern. Wieso flimmerten die nicht? Ist das normal? Die flimmert. Eine harte Lektion gelernt. Kein Scheiß mit Rossmann.
Ja, gut, dann brauche ich jetzt hier noch eine. Dachte, ich bin hier gleich. Gut, dann muss jetzt einer anfangen zu laufen los. Kommst du mal mit, Kollege? Kommt natürlich der scheiß Bus hierher. Und dich muss ich kurz mal ein bisschen mitnehmen. Ja, mitkommen, mitkommen. Nicht sterben. Was er wahrscheinlich dann tun wird. Mal ruhig sein, jetzt brauche ich kurz Konzentration. Ich dachte schon, das hört nie auf. Nee, ich nehme lieber eine andere Lampe. Ich glaube, die ist nicht so gut hier. Weil da, bei dieser Lampe kommt man ganz oft raus. Oh, das ist ja mein lautes Gebrüll. Obwohl, scheiß drauf, ganz ehrlich. Meine Höllenflüchtling. Ich muss mich kurz mal sammeln, Moment. Ja, kurz mal einen Controller mal wieder herholen. Meinen zweiten. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, wie ich das mache. Ich renne da jetzt hin. Guck auf den Boden. Ach, wird schon schief gehen. Hat dir wohl nicht gefallen, wie? Ich sammle Auszeichnungen. Oh yeah! Wer ist der? Er leuchtet. Der Turm leuchtet herrlich. Weißt du was? Verrecke da unten. Ist mir doch scheißegal. Ich will meinen Turm begutachten. Also, verrecke da unten. Ist mir doch scheißegal. Ich brauch deine Hilfe nicht mehr. Ja. Schusswaffen des Rätsels Lösung. Explosivwaffen. Wo ist mein Türmchen? Ja, mein Turm leuchtet jetzt auch. Juhu! Sieht natürlich jetzt ein bisschen billig aus, das Leuchten hier, weil es Splitscreen ist. Da wird die Grafik ein bisschen runtergesetzt. Aber sobald ich dann Let's Play mache, im Singleplayer oder sowas, dann sieht er wieder richtig schön aus. Jetzt sind hier gerade die Leuchteffekte so ein bisschen reduziert worden. Das sieht ein bisschen billig aus gerade. Ach ja. Herrlich. Es hat funktioniert. Jetzt gibt's eine Party bei der Farm. Gut, Dalryce kommt als nächstes alleine. Nein, geht auch gar nicht. Es geht schon damit los, dass man zu viert auf den scheiß Symbol da landen muss. Dann geht das zu zweit gar nicht mehr. Ja, also ihr könnt aufhören jetzt bei irgendwelchen Leuten, die ein Video hochgeladen haben, zu schreiben, mach mit mir mal das Easter Egg, Alter. Das hat keinen Sinn, das könnt ihr jetzt auch alleine machen. Vorausgesetzt, ihr habt zwei Controller. Und eine Menge Cola auf der Bank. Und eine Menge Nerven. Wenn ihr das habt, kein Problem.
Und denkt daran, benutzt normale Waffen, das hat voll funktioniert. Da seid ihr voll mit, erfolgreich mit und ich bin jetzt voller gute Laune. Schnauze. Und ich bin jetzt erstmal over and out. Jetzt kann ich in Ruhe Transit spielen und meinen eigenen Turm begutachten. Lang lebe Richtofen. Ich werde bei Dyrus natürlich auch das Easter Egg Richtofen machen. Also Maxis werde ich niemals machen. Denn ich habe doch so meine Theorie. Denn, was ist denn, wenn das jetzt genauso abläuft wie auch bei der Einzelspielerkampagne, dass man am Ende, wenn das letzte Erweiterungspack draußen ist, unterschiedliche Endings geben wird vom Zombie-Modus? Wenn es da auch so, ja, je nachdem welche, es gibt ja einen bestimmten Grund, warum man immer zwei Easter Eggs zur Auswahl hat. Wenn man Dr. Maxis macht oder Richtofen, dann muss doch, das muss doch einen Grund haben. Das kann doch nicht einfach so just for fun gemacht worden sein, oder? Darum denke ich mir wirklich so, vor allem, dass es ja bei der Singleplayer-Kampagne so gemacht wurde, dass man da vier Endings hat, ganz schlecht und gut und ganz gut, ob man da dann, ach, wie hieß denn der Knecht da, Menendez da in den Kopf schießt am Ende oder nicht, dass das Ende dann auch wieder beeinflusst wird und hat man nicht gesehen, das meine ich damit, dass es im Zombie-Modus genauso ähnlich ist, ablaufen wird, dass es da auch so ein Endings geben wird oder so, oder dass die Zombie-Modus sich irgendwie verändert wird, irgendwie mal auf einer bestimmten Karte, vielleicht die allerletzte Karte, die rauskommen wird, dass es dann wirklich, dass sie dann so abläuft, je nachdem, welches Easter Egg gemacht wurde und welches nicht oder so, dass man dann vielleicht sogar Leute braucht, die das Dr. Maxis Easter Egg gemacht haben und dann Leute, die das Richtofen Easter Egg gemacht haben oder sowas. Auf jeden Fall ganz interessante Nummer eigentlich, da wird Treyarch bestimmt noch irgendwie so daran rumfuchteln. Ich bin auf jeden Fall erstmal voll dabei, nur das nur Richtofens Plan zu vollenden, also auf jeder Karte, die rauskommen wird, versucht das Richtofen Easter Egg zu machen, so dass ich dann damit sozusagen das Richtofenende habe, sozusagen, ja. Weil ich vertraue ihm weiterhin, auch wenn er hier im Spiel voll als böse dargestellt wird und Maxis scheinbar als gut dargestellt wird, glaube ich dem ganzen Frieden nicht so ganz, ich traue weiter Richtofen, er ist aus Black Ops 1, Maxis ist zwar auch aus Black Ops 1, aber im Richtofen konnte man wenigstens spielen und es hat Laune gemacht und darum vertraue ich ihn noch weiterhin hier an, darum mache ich da nur seine Pläne, verfolge seine Pläne hier und hoffe mal, dass es wirklich so sein wird, dass dann am Ende unterschiedliche Endings kommen werden. Recken, schöne Silbertrophäe, jawohl, jetzt kann ich das Video hochladen, jetzt ist nichts Peinliches mehr daran, außer dass ich so die falschen Waffen benutzt habe da am Anfang. Bis demnächst, tschüss und wir hören uns in den nächsten Videos. Yo.